Herzlich willkommen bei Gameplay Deluxe. Hier ist wieder euer Zocker Andy. Wir spielen heute wieder eine Runde Assassin's Creed Unity. Und wir werden heute einmal da runterspringen. Das einmal auf jeden Fall. Und dann schauen wir, was wir machen. Ich sehe eine Concorde oder wie das da heißt. Concorde hier irgendwo. Die juckt mich. Die machen wir mal. So, nebenbei. Jetzt muss ich sie nur noch mal finden. Ich schätze mal, die wird hier irgendwo sein. Hier müsste sie sein. Aber ich sehe sie nicht. Ist die da oben? Da unten? Am Baum? Gehen wir mal rauf. Da ist sie. Glaube ich, sehe sie. Und wir haben sie. So, das haben wir mal auch gemacht. Und jetzt schauen wir auf die Karte, welchen Auftrag wir machen. Was haben wir denn da Schönes? Da ist doch was vor unserer Nase, das sieht sexy aus. Pariser Geschichten, die mag ich eh schon. Schere, Papier, Schlange, Kröte, Bär. Was ist denn das bitte? Aber wir probieren das mal, jetzt müssen wir da wieder runter. Hoppala. Oh, da können wir gleich oben wandern, das ist doch was Nettes. So, rauf da. Müsste ich eigentlich gar nicht rauf, aber ist ja wurscht. So, hopp. Hallo, du sollst darüber. Wow, was für ein Jump. Aber die Typen da hinten sind mir egal. Ich gehe zu meinen Pariser Geschichten. Hallo! Was denn? Was denn? Was los? 25.000, da sind wir dabei. Also, Pariser Geschichten. Schere, Papier, Schlange, Kröte, Bär. In der Nachbarschaft. Stehlen, kämpfen, trinken. Bringen Falschgeld in Umlauf. Nehmen sich was und wen immer sie wollen. Wenn wir uns wehren, drohen sie uns wasch dich mal, Tiere. Davon abgesehen. Wir kennen ihre Spitznamen. Der Große heißt Kröte, der Schleimige nennt sich Schlange und der wirklich, wirklich Grausame nennt sich Bär. Und das alles vor unseren Augen, rund um den Marktplatz. Ja, dann werden wir sie töten, würde ich vorschlagen, oder Leute? Ich kümmere mich drum. Den Falschen erwischt. Ich schwöre es. Hey, das geht gar nicht. Jetzt haben die mich gekillt, ey. Die können doch wirklich nur schießen. Aber ich wollte denen einfach helfen da, weil ihr wisst ja, wenn die arme Bevölkerung segiert wird, bin ich dabei. Ja, müssen wir nochmal angehen. Aber das schaffen wir schon. Komm her. So, Thema schnelles Ende. Ey, ey, ey. So, dann machen wir es so. So geht's auf jeden Fall. Siebst du jetzt endlich? Das gibt's ja nicht. Das gibt's ja nicht. Trifft den nicht. Na, jetzt aber. Kann das sein da. Ja, ich habe keine Rauchbomben mehr, das ist mein Problem. Da ist jetzt hier Ruhe. Verfluchten Bomben da. Voilà. So schaut's aus, Junge. Ich habe schon wieder keine Rauchbomben. Das ist richtig ungut. Heißt dir das, Granate fliegt?
zerquetsch dich wie ein leerer Bastard! Aber hier einkaufen gehen bei den ganzen Gegnern ist auch nicht so easy peasy. So. Wo ist denn der? Da war doch, da ist er. So, komm, gib mir Rauchbomben, dass ich die alle abschlachten kann. Anonym werden, ich bin doch anonym. Mein Gott. Du sollst da raufgehen, nicht unten durch. Steuerung for the win. Geht's jetzt da rauf? Nein, geht's nicht. Warum soll's dann auch raufgehen? Ich will ja nicht wirklich rauf, ich tu nur so. Wahnsinn, Wahnsinn. Diese Steuerung. Ah. Nichts können sie außer schießen. Ne? Sieht man's dann wieder. So. Und jetzt holen wir uns diese Pisser. Wenn sie in den Nahkampf kämpfen, können sie gar nichts. Das ist echt faszinierend. So, wir müssen uns hier ein bisschen verstecken, was schlecht funktioniert. So, den Hammer. Jetzt hauen wir hier ab. Weil wir müssen ja nicht gegen alle kämpfen. Ist gar nicht nötig. Die schießen auf die Bevölkerung hier, statt dass sie mich treffen. Finde ich auch lustig. Keine Zeit. Pissnelken da. Na, kommt her. Kommt her. Ich bin mit euch. So schaut's aus. Dauer. Hier geht's jetzt komischerweise. Also, diese Steuerung, Mann, was habt ihr da gemacht, Ubisoft? So beschissen war sie wirklich nur in keinem Teil. Hey, du Pisser! Ja, wehr nicht ab. Nö, muss man nicht. Ist kein Problem, ich stehe auf Schmerzen. Selten so eine doofe Steuerung erwischt. Thank you.
durch. Für die wahren Patrioten. Sitzt dir die Hose etwa zu eng? Kommt von hinten. Ich nehme einfach eine andere an, das müsste doch auch gehen. Scheiß auf diese Mission. So einen Schwachsinn müssen wir uns nicht geben, Leute. Da habe ich keinen Bock drauf. Das ist einfach nur dämlich. Gehen wir zur nächsten Hauptmission. Die sind eh besser gemacht. Scheiß auf diese Pariser Geschichten, die braucht keinen Schwanz. So. Sorry für den Rage, Leute, aber das nervt einfach, ja, wenn die KI hier dauernd One-Hits macht und lauter so ein Schwachsinn, obwohl ich nur volles Leben hatte. Ich habe gerade geheilt und so, sowas müssen wir echt nicht haben. Das braucht man nicht. Da machen wir lieber eine Hauptmission. Und die macht wenigstens Spaß, da muss man sich nicht ärgern. So, dann können wir nur das auffrischen hier. Weil wegen diesen Trotteln habe ich meine ganzen Rauchbomben wieder verschissene. So, ups, jetzt haben wir wieder verdrückt. Komm, geh weg da. Steck die Waffe weg. So, vorwärts geht's zur Hauptmission. Ich will mit dir reden. Auf welcher Seite steht? Was? Tada, deine Kollegen haben gesagt, ich soll dich töten, weil du hässlich bist. Bitteschön. So, hier haben wir eine Kiste, die werde ich dann mal kurz nehmen. Wo ist die? Muss ja hier wo sein. Ist die oben oder wo ist denn die? Nächsten Raum oder was? Boah, ich bin im falschen Raum hier. Na dann da rein. Natürlich, Monsieur. Wieso denn nicht? Denn da gibt es Moos. Die Ausschreitungen werden schlimmer. Aber ordentlich, ne? Sorgt. Ah, wieder ein voller Geldbeutel. Oh, sorgt euch nicht um mich, Monsieur. Ja, ein voller Geldbeutel. So, und wir gehen zur nächsten Hauptmission von hinten. Und zwar Sequenz 6, Erinnerung 1, der Jakobiner Club. Wie kann man das annehmen? Ah, jetzt auch. War nur zu weit weg. »400 bewaffnete Adlige, Honoré? Ohne den General Lafayette!« »Genug! Die Luft ist geschwängert von eurem Gepolter! Nur heiße Luft und keine Taten! Doch dieser Mann bringt frohe Kunde! Arno, was erfuhrst du von dem Silberschmied?« Vergiftet. Sie holen auf. Germain fertigte sie und noch weitere. Für einen gewissen Mann namens Lafrenière. Bist du sicher? Gewiss. Großmeister de la Serre lobte immer seine Loyalität. Also gut. Ich denke, die Sache ist klar, nur. Finde Monsieur Lafrenière. Das habe ich bereits getan, Monsieur. Er ist keine Gefahr. Was sagst du da, Pisspot? Ich hatte eine Spur zu Lafrenière. Ich folgte ihr und tötete ihn. Was hast du dir dabei gedacht? Ihr widersetzt euch dem Krieg. Wenn du den Rat nochmal umgehst, was gab euch das denn? Neues Arschloch! Obwohl der Rat deinen Eifer bewundert, ist es nicht an dir, dein Ziel zu wählen. Du hättest uns Bericht erstatten müssen. Vergebt mir, Mentor. Ich habe in ihm den Mann hinter Monsieur de la Serres Ermordung vermutet. Und als ich dann weitere Hinweise vorfand, die für einen groß angelegten Schlag gegen die Bruderschaft sprachen,
schrittig zur Tat. Vermutungen? Hinweise? Ich bin mir nicht mehr sicher, ob Lafreniers Motivation. In seinen Erinnerungen sah ich, wie er einen Brief schrieb, um Monsieur de la Serre vor dem drohenden Betrug zu warnen. Als er von dem bevorstehenden Angriff sprach, erwähnte er einen Club in Marais, doch keines unserer Verstecke. Und was schließt du daraus? Ich weiß es nicht. Ich würde es gern weiter untersuchen. Das gefällt mir nicht. Der Junge ist ein begabter Assassine. Doch ist er besessen von persönlicher Rache. Ein anderer sollte der Spur folgen. Wir haben keine Zeit. Was immer Lafreniere auch plante, es geschieht heute Nacht. Diesmal bat er um Erlaubnis, Guillaume. Ja. Dann geh, sieh, was du findest. Aber überstürze nichts mehr. Ja, Mentor. So, einen neuen Rang haben wir auch bald, Leute. Sei gegrüßt. Grüß dich. Wir machen wieder mal einen Cut. Wenn es euch gefallen hat, abonniert mich, liked mich, schreibt einen Kommentar. Ich würde mich wirklich drüber freuen. Bis zum nächsten Mal. Euer ZockerAndi von Gameplay Deluxe. Tschüss.